zu einem neuen Video von 360 Football. Wir sind heute in Manchester und Nick erzählt euch jetzt, was wir hier machen. Ja, wie ihr seht, ist schon erstmal am Regnen, typisch britisches Wetter. Ja, aber nachher geht es in die Stadt, vielleicht wird noch ein bisschen Content aufgenommen und dann vor allem wird das Spiel eBay gegen Man City angeschaut. Da freuen wir uns speziell darauf, dieses Top-Team mal live zu sehen. Seid gespannt. Let's go. Jetzt gehen wir kurz etwas frühstücken und danach mal schauen, wie das Wetter so weitergeht. Yeah. Yes, yes, yes. But from now on, only in English. Huh? Yes, yes, in English. Ja, nach diesem leichten Frühstück geht es natürlich weiter in diesen Store mit Oldschool-Trikots. Werden wir mal reinschauen, vielleicht kann der Bruder sich noch was gönnen. Ja, ihr wisst Bescheid, Cristiano Ronaldo Nummer 7, Manchester United. Gibt da alles Mögliche, aber natürlich auch andere Mannschaften. Leute, Fotoshooting mit den neuen Puma-Sachen haben wir gemacht. Jetzt geht's weiter zum Man City Store. Schauen wir mal, was wir da drin alles finden. Kommt, wir nehmen euch mit jetzt hier. Sieht sehr fresh aus hier drin. Ja, wie ihr wisst, in England ist es meistens kalt, darum wichtig. Ein Schal, eine Mütze. Hier kann man direkt noch bedrucken. Ah ja, geil. Sieht man gleich, wie das funktioniert. Sehr nice. In der Schweiz bedruckt ihr aber natürlich bei 11 Team Sports. Sehr wichtig, sehr wichtig. Ja, ihr wisst Bescheid. Schon zweimal Essen reingedonnert, so gehört es sich, wenn man mal auswärts ist. Gönnung ist angesagt. Und der junge Herr hier, sagt noch ein bisschen was dazu. Ja Leute, wir waren vorher nochmals beim Shooting vom Puma-Schuh Ultra und von dem Future. Richtig geil sehen sie aus. Und danach gehen wir noch weiter, heißt es, Richtung Manchester City Stadion. Also ich bin ziemlich hyped drauf. Und ja. Ja, ich nice. Also ich persönlich bin kein City-Fan, aber wie sie spielen, ist halt schon richtig krass. Und die mal live zu sehen, wird schon sehr nice, denke ich. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Leute! Weiter geht's, Leute, wir sind jetzt vor dem Stadion und sind ganz gespannt. Sieht schon mal sehr, sehr nice aus, muss ich schon sagen. Hat der Bruder noch was hinzuzufügen oder? Nee, ist gut. Nee, es reicht. Passt. Okay, ja, ciao. Ciao. Standen wir gerade vor dem Manchester City Bus, die Profis. Ja, die Profis, die liegen raus. Ich hoffe, ihr hört uns ziemlich laut hier. Ja, die Spieler sind gerade angekommen. Vamos! Oh, no, 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 no.
This time it's different. This city, this team, this town. Leute, das Spiel ist aus ziemlich einseitig gewesen, aber war trotzdem sehr nice. Mir persönlich hat Jeremy Doku extrem gefallen mit seiner Explosivität, auch wenn er reingekommen ist, wo es schon entschieden war. Wie sah es bei dir aus? Ja, Foden, die Touches, die Technik, Jack Grealish, beide zu stark. Ja, das Spiel an sich war geil zum Zuschauen, viele Tore. Auch der Abschluss von Haaland war brutal mit links. Und ja, ich denke, das war's mit dem Video. Das war's. Ihr wisst Bescheid. Liken, etwas kommentieren, abonnieren und die Glocke nicht zu vergessen zu aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Vamo, vamo. Don't sleep! Jungs und Mädels, dieser Mann, der schläft ja wie ein Stein. Was ist los hier, Bruder? Oh, 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 oh,